Ich glaube, das war's. Go. Danke. Herzlich willkommen zu unserer dritten und letzten Vortragssession hier bei JugendHackt Ulm 2018. Diese Session ist zum Thema Design, Gestaltung, Kunst. Und der erste Vortrag ist von Julia und sie hält jetzt uns einen Lightning Talk zu den Grundlagen von Inkscape. Und ich übergebe direkt das Mikro an dich und das ist dein Applaus. Vielen Dank. Ja, ich bin super begeistert, dass so viele Menschen da sind. Zuallererst vielleicht erstmal eine Frage. Warum seid ihr denn hier? Habt ihr irgendwelche bestimmten Anliegen schon mal vorneweg? Super. Ja, erstmal mag Vektorgrafiken. Toll. Gibt es sonst noch irgendwelche besonderen Bedürfnisse? Weil letztlich kann man ja mit Inkscape wahnsinnig viel machen. Von Logos über Grafiken, über kurze Sketches oder was auch immer, bis hin zu lasergecutteten Holzteilen. Das heißt, ich fange jetzt einfach mal an, euch ganz kurz so ein bisschen vorzustellen, was ich hier überhaupt möchte. Weil ihr habt schon vielleicht gesehen, irgendwie Inkscape, Logo machen in 10 Minuten, weil das ist wahrscheinlich das, was die meisten von euch brauchen. Warum denn eigentlich so ein Programm? Naja, fangen wir doch einfach mal hiermit an. Das ist eine schöne bunte Grafik, die hat irgendjemand mal gemacht für JugendHackt. Da seht ihr unsere ganzen Logos und Symbole drauf. Und jetzt ist ja die Frage, gut, ich habe das jetzt, es sieht am Bildschirm ganz hübsch aus. Was ist jetzt aber, wenn ich das mal in groß brauche? Ich möchte ein ganz großes Plakat machen, ein großes Poster, wie auch immer. Das heißt, ich vergrößere das Ganze mal und meistens sieht das dann ja so aus. Das ist ein bisschen verpixelt. Das heißt, würde ich das jetzt so groß drucken wollen, hätte ich ein kleines Problem. Ich hätte es eigentlich lieber so. Also ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber hier sind diese kleinen weißen Linien und die sind eben vergrößert, dann genau das. Eigentlich hätte ich ja aber lieber so schöne, gerade durchgezogene Linien, dass ich das auch ganz gut groß dann als Poster irgendwie zum Beispiel drucken kann. Und der Unterschied zwischen diesen beiden Sachen, das eine eben verpixelt, das heißt, das ist eine Pixelgrafik und das andere schön glatt, das ist eine Vektorgrafik. Und das ist auch der bedeutende Unterschied zwischen diesen beiden Möglichkeiten. Einmal habe ich ein Bild, das ist aus ganz vielen kleinen Bildpunkten, also Pixeln aufgebaut und einmal eben aus Vektoren, das sind also quasi Pfade, gerade Linien oder Kurven und die werden einfach berechnet, das heißt, die kann ich unendlich groß und unendlich klein machen und die sind super praktisch und wie man das wirklich auch am Rechner umsetzen kann, das schauen wir uns jetzt mal an, natürlich mit einem Open-Source-Programm, das den wunderschönen Namen Inkscape trägt. Ich nutze das Programm jetzt schon ziemlich lange. Man braucht eine Weile, um sich damit zurechtzufinden. Man kann aber auch sehr, sehr schnell sehr gute Ergebnisse erzielen und deswegen Logo machen in 10 Minuten, weil manchmal braucht man ja für ein Logo nicht viel mehr als eigentlich einfach nur ein bisschen Text, irgendwie eine Schrift, ein bisschen bunt. Und viel mehr braucht es ja oft gar nicht. Deswegen jetzt zum Programm Inkscape. So sieht es aus, wenn man es öffnet. Eigentlich relativ simpel. Man hat in der Mitte so ein virtuelles Blatt Papier, eine virtuelle Malfläche. Dann hat man auf der einen Seite so einen Werkzeugkasten mit verschiedenen Sachen drin. So ein Auswahlwerkzeug oder, ich guck mal, ob ich hier eine Maus habe. So ein Auswahlwerkzeug hier ganz oben, dann sowas, um Punkte auszuwählen. Dann so eine Lupe, ein Maßstab. Ich kann Vierecke machen, ich kann Kreise machen, ich kann Sterne machen und Dreiecke und alles Mögliche. Ich glaube, da ist es am besten, wenn man sich einfach mal durchklickt und das Ganze ausprobiert. Unten natürlich sieht man eine Farbpalette mit so ein paar vorgegebenen Farben, wo man schnell mal ein bisschen rumklicken kann, ein bisschen gucken kann, sehen Dinge gut aus. Dann haben wir oben noch so eine Werkzeugleiste. Das sind die ganzen Details für die einzelnen Werkzeuge. Das heißt, je nachdem, welches Werkzeug ihr anklickt, ob ihr jetzt wie hier das Auswahlwerkzeug habt oder eben vielleicht ein Quadrat malt, verändern sich da auch die ganzen Einstellungen, die ihr habt. Auch da einfach mal drüber gehen, ausprobieren, ist, glaube ich, das Einfachste. Und dann da drüben sind noch so allgemeine Funktionen, sowas wie, ich möchte was drucken, ich möchte was importieren, ich möchte was exportieren, ich möchte was wiederherstellen, ich möchte was rückgängig machen. Das findet ihr alles auf der Seite. Soweit die Grundeinstellung. Und dann gibt es noch zwei ganz spannende Menüs. Und zwar ist das eine, was wir wahrscheinlich alle machen wollen. Ich habe hier einfach mal ein Viereck gemalt.
Und dieses Viereck ist natürlich ein bisschen langweilig, wenn man es nicht sieht, wenn es nämlich weiß ist. Deswegen ist es ganz schön, wenn man es einfärben kann. Man kann da unten entweder einfach kurz auf die Farbpalette klicken oder man kann hier alle möglichen Farbkombinationen ausprobieren in RGB, also Rot, Grün, Blau, dann HSL, Hue, Saturation, Light, also diverse Farbskalen hat man da zur Verfügung, Unschärfe, Deckkraft, man kann alles einstellen und ich glaube, das Einfachste ist wirklich, sich da einfach mal durchzuprobieren. Deswegen der Tipp, Füllung und Kontur, Umschalt, Steuerung und F. Ich mache sehr viel über Tastenkombinationen, aber man findet das auch alles oben natürlich über das Menü. Und dann einfach ausprobieren, was man da so alles anklicken kann. Und den zweiten Tipp für ein Menü, den ich euch geben kann, das ist Ausrichten und Verteilen. Das heißt, Umschalt, Steuerung und A zusammendrücken. Dann kommt ihr nämlich dahin und das ist super praktisch, wenn man zum Beispiel so ein paar Vierecke hat, wie ich sie hier habe. Und die möchtet ihr jetzt alle in eine Reihe machen. Und damit das dann am Ende so aussieht, hilft dieses Menü sehr praktisch, dass man eben einfach alles markiert, also mit dem Auswahlwerkzeug, alles markieren und dann eben da drüben so eine Anordnung klicken, kann man sich auch einfach durchprobieren. Und dann kann man schauen, wie man Dinge anordnen möchte. Das ist jetzt im Prinzip schon der ganz kleine Überblick gewesen. An der Stelle könnte ich jetzt sagen, los geht's, legt selbst los. Aber vielleicht habt ihr noch ein paar Fragen, weil ich jetzt wirklich ja nur Sachen eigentlich angerissen habe. Das hier übrigens, das ist eine Teilnehmerin aus Heidelberg, wo ich jetzt vor 2 Wochen war. Sie kannte davor Inkscape nicht, sagen wir so. Und nach sehr kurzer Zeit hatte sie dann ein Logo für die App Mitläufer gemacht, indem sie den Buchstaben M genommen hat und hat dann mit den Pfaden, also das sind dann so Punkte, die man auswählen kann, so ein bisschen rumgezogen und dann kam das am Ende raus. Bin ich das hier mit dem Kabel? Nee, oder? Okay, böser Blick. und dann kommt eben, wenn man mit Verläufen arbeitet, so ein kleines Mini-Logo raus. Jetzt ist die Frage, habt ihr irgendwelche besonderen Fragen oder möchte irgendjemand mal so jetzt gezeigt bekommen, wie man irgendwas macht? Habt ihr irgendwelche Anliegen? Ja, ganz kurz, Juni. Was ganz cool wäre, einmal kurz zu sehen, wie ich von einer Zeichnung, die ich gerade eben auf Papier eventuell runtergeskritzelt habe, die ich mit meinem Smartphone abfotografiere, die in eine zweifarbige Zeichnung quasi in eine Vektorgrafik umwandeln kann. Ja. Oder ist das zu viel? Das geht grundsätzlich. Ich habe jetzt hier gerade kein Beispiel offen und wird das eigentlich, also wäre das okay, wenn ich, also ich kann das gerne gleich, falls das jemand möchte, zeigen. Ich habe jetzt hier nur keins offen und würde ungern jetzt hier meinen Rechner so öffnen. Okay, dann hätte ich noch was. Ja. Und zwar ein Kreis und da einfach in Form eines Kreises Objekte anordnen. Ich weiß, da kann man irgendwie Kreis und dann gibt es irgendwie ein Ding auf dem Kreis anordnen oder so ähnlich, aber wie genau? Objekte oder Text? Text weiß ich, Objekte. Objekte. Okay, mal gucken, ob ich das jetzt so spontan hinbekomme. Weil ich nämlich, glaube ich, tatsächlich meistens Texte auf Kreise packe. Und das weiß ich, wie es geht. Also ich habe hier einen Kreis, vielleicht nochmal ganz langsam. Ich möchte einen Kreis malen. Ich gehe hier in meine Werkzeugleiste. Ich klicke auf den Kreis, also hier. Und dann kann ich einfach einen Kreis malen. So, jetzt ist es eher ein Ei. Ich kann das auch schön machen, indem ich hier oben zum Beispiel auf das Auswahlwerkzeug gehe. Ich kann auch hier direkt Rx und Ry eingeben. Das heißt, wir machen das jetzt mal auf 53 beides. Dann ist es auch ein wirklicher Kreis. Ich meine, ich habe das letztens gemacht, aber nee, es geht ja eben nicht darum, einen Text auszurichten, sondern die verschiedenen Dinge automatisch. Gute Frage. Vielleicht können wir dann einfach mal sehen, wie man einen Text auf dem Kreis ausrichtet, weil das interessiert mich. Das können wir auch sehr gerne.
Das können wir auch sehr gerne tun. Dann wählen wir an der Seite einfach mal den Text aus. Es gibt auch noch so kleine Tricks, wie zum Beispiel immer, wenn man die... Moment. Ja. Immer, wenn man Steuerung zum Beispiel drückt, wenn man dann Objekte verändern möchte, dann tun die das im gleichen Seitenverhältnis. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Jugendhack normal groß ziehe, kommt sowas raus. Und wenn ich dabei jetzt eben Steuerung drücke, dann kann ich es im gleichen Seitenverhältnis verändern. So. Jetzt mache ich den Text ein bisschen größer. Dann packe ich den jetzt zum Kreis. Dann markiere ich jetzt sowohl den Text als auch den Kreis. Ist das schon Fahrt? Habe ich das als Fahrt gemacht? Nee, ne? Geht trotzdem. Ha. Genau, und jetzt kann ich es am Pfad ausrichten. Ist jetzt ein bisschen spiegelverkehrt, das heißt, ich sollte vielleicht den Kreis einfach spiegeln. Und dann habe ich das auf dem Kreis und jetzt wäre es vielleicht noch schick, den Kreis hier unten nicht gefüllt zu machen. Dann ist der Rahmen noch gefüllt. Wenn ich jetzt auf groß drücke, dann ist auch der Rahmen weg und ich habe das Jugendhackt schön geschwungen. Ihr seht also, es sind meistens nur sehr wenige Schritte, die man braucht, um sehr große Effekte zu erzielen. Und am besten ist es, wenn man das Ganze selbst ausprobiert. Oder noch ein so ein Tipp, es gibt einen YouTube-Kanal. Ich meine, der heißt mittlerweile Logos by Nick. Und der Mensch macht unfassbar viele Logos, sowohl mit Inkscape als auch mit GIMP. Und da einfach mal reinschauen und gucken, welches Logo finde ich schön. Und dann erklärt er alles Schrittchen für Schrittchen, wie man eben mit Inkscape schöne Logos umsetzt. Und zwar sehr schnell. Damit wäre ich dann am Ende. Falls ihr noch Fragen habt, ich bin natürlich noch die ganze Zeit hier und helfe euch auch einfach so. Ich arbeite wahnsinnig viel mit Tastenkombinationen, deswegen finde ich es immer schwierig, das so mit Menüs zu erklären. Aber ich glaube, wenn ihr Fragen habt, fragt mich und wir kriegen das auf jeden Fall hin. Wir haben noch Zeit für ein oder zwei Fragen aus dem Publikum. Ich kann euch noch andere Sachen erklären, wenn wir noch 2 Minuten haben. Klar. Oder, also, deswegen... Okay. Ja, da hinten noch. Ja, kann ich auch reden? Ist auch ein Mikro drauf? Ja, zur Not wiederhole ich es einfach nochmal. Die Frage ist, wenn man so mit dem Programm arbeitet, längere Zeit, hat man immer wieder so ein Erlebnis, dass man sich freut und diese Funktion erstmal nach einer langen Zeit denkt, so, boah, ist das cool, dass dieses Programm das kann. Was war das zuletzt bei Inkscape und warum fandest du das cool? Okay, was ich zuletzt cool fand, bei Inkscape gelernt zu haben, nachdem man ja immer wieder so ein bisschen was Neues dazulernt und sich denkt, boah, krass, das funktioniert irgendwie auch. Ich überlege gerade, was es letztens war. Ich glaube tatsächlich, was ich gerade gezeigt habe, mit der Schrift, dass man den Kreis spiegeln muss, damit die Schrift von unten nach oben kommt und nicht den Kreis drehen, das bringt nämlich nichts. Und dann habe ich immer angefangen, einzelne Kurven zu machen und nicht den ganzen Kreis. Aber Kreis spiegeln und die Schrift dreht sich. Ich glaube, das war so ein Erlebnis, ein Aha-Moment. Noch eine Frage? Okay, dann danke an Julia für den Vortrag. So wie ich dich verstanden habe, bist du auch hier noch unterwegs. Wenn jemand Fragen hat, soll er sich direkt an dich wenden. Genau. Und damit kann man eben auch alles machen. Also nicht nur Logos, sondern auch Flyer oder Dinge, um am Ende sowas Laser zu cutten. Also alles, wo man irgendwie Vektorgrafiken für braucht. Also immer.